Dieses Video kann mehrere Daten enthalten. Bitte schreiben Sie mit. Daddy Dust. Heute erster Auftritt Marios. 1979 versuchte Nintendo durch Arcade-Automaten in den USA Fuß zu fassen. Das Spiel Radar Scope, welches in Japan sehr erfolgreich war, half dem neuen Tochterunternehmen NOA nicht dabei, den erhofften Durchbruch zu knacken. Nur 1000 von 3000 hergestellten Geräten wurden verkauft. Hiroshi, der Nintendo-Präsident, bat einen Spieleentwickler namens Shigeru, ein neues Spiel in den übrigen Radar Scope-Automaten einzubauen. Ein Popeye-Spiel sollte zum Erfolg in Amerika beitragen. Allerdings verlierte Nintendo die Rechte an Popeye vor der Veröffentlichung des Spiels. Shigeru bekam den Auftrag, ein Spiel mit seinen eigenen Ideen zu entwickeln. Er nannte das Spiel Donkey Kong. Die Hauptfigur sollte ein Zimmermann sein. Seine Freundin wird von einem Gorilla entführt. Der Spieler muss ein Parcours durchlaufen, um sie zu retten. Mit dem namenlosen Zimmermann sollte sich jeder identifizieren können. Dieses Spiel verkaufte sich dann auch 65.000 Mal und wurde nach Pac-Man zum erfolgreichsten Arcade-Spiel. Der Name für den Zimmermann war umstritten. Zuerst sollte er Mr. Video und dann Jumpman heißen. Dieser Name blieb eine Weile, bis der Nintendo-Präsident auf den Namen Mario kam. Der Name wurde vom Vermieter des Nintendo-Gebäudes inspiriert, genauso wie seine Abstammung aus Italien. Die Farbkombo zwischen Overall und Hose wurde von Blau-Rot in Rot-Braun und schließlich in Rot-Blau umgeändert. Und so können selbst ein paar Pixel Geschichte schreiben.